So, guten Morgen. Heute das Wettervideo, wieder auf dem Weg vom Hotel zum, ja, zum Strand, nicht direkt. Erstmal die Strandpromenade ein bisschen entlang, mal gucken. Wir haben schon 7.29 Uhr. Kann sein, dass die Sonne schon da ist. Irgendwie doch nicht ganz so schnell heute Morgen aus den Federn gekommen, aber ist halt eben Urlaub. Ich glaube, Sonnenaufgang hätte schon sein sollen vor 2-3 Minuten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Aber aus der Ferne sehe ich da schon wieder ein Wolkenband. Naja, lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, das ist wie jeden Morgen. Ja, ja, die Sonne ist da, aber versteckt sich noch hinter der Wolke. Ich habe schon mal um die Ecke gelunzt. Oh, wie sieht denn das aus? So, ich muss mal gucken. Ich habe da jetzt extra mal mein... Das Mobiltelefon hat ein Update gestern gekriegt und da kann ich jetzt auch noch Laufen einstellen beim Videofilmen, dass das nicht so arg wackelt, das gleicht das automatisch ein bisschen aus. Aber mit der Option, habe ich gesehen, ist der Zoom-Bereich ein bisschen eingeschränkt oder auch nicht. Ja, das klassische Wolkenband ist halt eben wieder da. Aber die Sonne kommt ja gleich wieder. Guck mal, jetzt scheint sie schon drumherum. Mal ein kurzer Blick. Sieht auch gewaltig aus, wenn sie da so durch die Wolken, durch die einzelnen Liegen durchschaut. Ruhig halten, nicht so. Ich kann das jetzt beim Laufen gar nicht mehr umstellen. Ich habe heute auch das externe Mikrofon dabei, aber da hat sich ja der ein oder andere gemeint, es wäre dann so wie im Eimer und man hört absolut nichts von außen rum. Also lassen wir es heute mal, probieren wir es heute mal mit dem Originalmikrofon von dem Handy. Aktuell haben wir 16 Grad, zeigt hier das Thermometer an, 7.28 Uhr, schwenke mal kurz rum, 16 Grad und 7.28 Uhr, also heute ist schon ein bisschen, schon wieder 3 Grad wärmer wie gestern. Gestern war es ja auch egal, unterschiedlich wo man hingelaufen ist, zwischen 23 und ich glaube das Wärmste, was ich gesehen habe, war jetzt kommt so oben drüber, war beim Harisheim, wo er morgens über die Temperatur abliest, war es gestern Mittag mal am Leuchtturm drüber, waren es 28 Grad. Langsam schleicht sie sich. Da sitzt noch ein Spanier auf der Mauer und ist anscheinend gut drauf noch. Es war heute Nacht auch schon relativ lang. Boah, jetzt blendet sie aber. Und keine Sonnenbrille dabei. Doch. War heute Nacht relativ lang und laut in der Kasper. Ich habe auch mit offener Tür geschlafen. Habe sie dann irgendwann in der frühen Morgenstunde zugemacht.
Da war wieder ein bisschen Action, aber soll ja auch so sein. Wenn man die Türen zumacht, hört man zum Glück nichts. Boah, jetzt kommt so schön da oben drüber. So. Ich nehme euch mal mit, ich laufe mal die Treppen langsam runter. Ich muss sagen, ich war schon sehr oft hier in Playa de Ingles in verschiedenen Hotels, Bungalows. Aber ich bin immer nur die andere Treppe am Anexo runtergegangen. Hier eigentlich selten. Oder gar nicht. Am Atlantic Beach Club. So, ich mache mal Stopp. So, jetzt bin ich unten an der Liegen, direkt am Atlantic Beach Club. Da ist halt immer eine Steinreihe so zwischendurch. Da muss man barfuß ein bisschen aufpassen, aber so, wir hatten heute Morgen um 5.45 Uhr Ebbe, also ist schon wieder zulaufendes Wasser. Flut soll 11.59 Uhr sein, oder? Ja. 11.59 Uhr nochmal. Und die nächste Ebbe ist dann 17.56 Uhr, also um 6 Uhr abends ist wieder das Wasser weg. Sonnenaufgang, erst 7.19 Uhr hatte ich schon gesagt. Sonnenuntergang 19.07 Uhr heute. Und wie gesagt, die melden wieder 23 Grad. Aber ich denke, das ist deutlich wieder mehr, weil wie gesagt, gestern haben sie auch nur 23 gemeldet. Und es waren auf manche Thermometer bis 28 Grad. Das ist wahrscheinlich heute nicht viel anders. So, die ganze Zeit hatte ich jetzt den G-Modus extra an dem Handy, Mobiltelefon angeschaltet. Das soll das Wackeln ein bisschen mehr unterdrücken. Aber dadurch habe ich einen deutlich eingeschränkten Zoom-Bereich, in dem das unterstützt wird. Ich habe jetzt wieder mal normaler zurückgeschaltet. Jetzt habe ich auch, was weiß ich, Linse 0,5. Und kann ja, ich glaube, bis 20-fach hochzoomen. Muss ich mal stehen bleiben, ich probiere ich mal. Mal gucken, wie weit das kommt. Da sieht man auch schön die Windräder mal in der Ferne. Das ist jetzt 20-fach zoomen, das ist das Maximum, was das erfolgen kann. Aber da ist schwer ruhig zu halten.
Dann stehen wir ein bisschen zurück. So, jetzt bin ich wieder auf 05. So, und dann kommen wir jetzt auch wieder ans Annexo. Ganz flache Wellen haben wir heute wieder. Und ich bin mal gespannt, was der Kai heute sagt. Er hat gestern gesagt, ich soll das externe Mikrofon weglassen, weil da wird man die Umgebungsgeräusche nicht hören. Gerade wie ich durchs Annexo zurückgelaufen bin, hat es sich angehört, als ob man gar nichts dort hört. Also lasse ich heute das externe Mikrofon mal weg. Heute geht auch absolut kein Wind, heute ist das kein Problem. Und nehmen wir euch ein Stückchen mit. Die Wellen sind total flach. So, ich habe da noch einmal umgestellt und laufen. Weil die Kamera bewegt sich dann doch ein bisschen, wenn man so hin und her läuft. Die Stadt oder die Gemeinde, wer auch immer, macht schon wieder Ordnung. Mal gucken, die Tage mache ich auch mal ein Video. Von der Dachterrasse laufe ich da oben mal außen rum. Wir haben uns für die nächste Woche für 2 Tage ein Auto, da sind wir unterwegs. Und da mache ich einfach morgens ein Video von der Dachterrasse aus und dann gehen wir on Tour. So, ich laufe jetzt noch ein Stück weiter und dann laufe ich durchs Annexo, noch einmal durchs Annexo, dort zurück, die Treppe wieder hoch, frühstücken. Und nach dem Frühstück, heute ist glaube ich wieder Formel 1, das war ja letzte Woche auch, wurde auch wieder mal übertragen von RTL. Und da muss ich sagen, obwohl ich Sky habe, um Formel 1 zu gucken, die Kommentatoren, der Günther Steiner noch bei RTL, die alte Clique, wo sie über 30 Jahre gemacht hat, da sind die Kommentare trotz der vielen Werbung einfach besser wie auf Sky. Aber die übertragen, ich glaube 7 Rennen oder so diese Saison von den 23. Oder sind sogar 24 dieses Jahr. Es gibt ja neue Rekorde. Und das ist ja heute Freitag Qualifier und Samstag Rennen wegen Ramadan. Da dürfen die ja sonntags, glaube ich, kein Rennen fahren. So viel zum Rücksicht. Da sind die ersten Daten, Nixen schon wieder im Wasser. Ja, zum Baden wären wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen frisch. Aber später im Laufe des Tages geht es garantiert auch noch mal rein. Und vielleicht laufe ich auch nachher nochmal die obere Promenade weiter Richtung Maspalomas rüber und gucke mir da oben die Verwehungen nochmal an. Die habe ich zwar schon in allen sozialen Medien gesehen, aber
Ich guck da noch einmal drüber. Ein paar Wolken haben wir Richtung, was ist das, Maspalomas, die Ecke. Hier ist momentan über Playa de Ingles. Gibt es einen wunderschönen Tag. So, ich laufe wieder zurück, wie gesagt, das Annexo wieder hoch auf die Promenade und Richtung Hotel zurück. Baywatch ist auch da, aber noch nicht besetzt. Ich habe jetzt 7.48 Uhr. So, ja, Andreas hat gemeint, ich sollte mal Freitag am Leuchtturm Gruß sagen, aber das mache ich jetzt hier. Ein Gruß nach Steinbach direkt. Und natürlich an die, wo jetzt am Montag noch kommen. Ein Gruß. So, jetzt bin ich da mal beim Café Mozart am einen Ende vom Annexo. Da ist halt eben morgens 7.56 Uhr laufen die Vorbereitungen und die Putzarbeiten. Hoppala. Da gehen wir heute Morgen doch mal so kurz vor 8. Da brennt der Planet schon wieder durch das Annexo. So, hier Casas Juan, da muss ich mal was dazu sagen. Weißt du, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Mal schauen, vielleicht lassen wir den komplett weg. Mal gucken, was die Anche meint, wo das im Hintergrund gut macht. Also seit meinem ersten Urlaub sitze ich bei dem Juan immer gerne. Und man hat hier einen sensationellen Blick, wenn man hier vorne einen Platz hat. Über die Dünen bis zum Meer. Ich probiere mal ein bisschen. Das ist echt von hier oben. Sitzt man gut. Wir lassen dann auch die Rollos runter, dass man im Schatten sitzt, dass nicht in der Sonne brennt. Man sieht die Dünenlandschaft sehr gut. Wieder zurück. So. Also Casas Juan. Und das Verrückte ist, ich habe hier schon ein paar Mal Leute aus meinem Staff-Bekanntenkreis getroffen. Die sitzen meistens hier an dem ersten Tisch. Alles aus Bromisch um Umgebung. Die sind dann immer wieder hier auch bei dem Casa, ohne uns zu verabreden. So auf dem Weg meine Eltern, die Gisela und Hans und alle Promischermo. Seid mal gegrüßt und noch mehr die, die immer wieder hierher kommen. So, jetzt geht's weiter durchs Annexo. Also wie gesagt, bei dem Casa Juan seit von der weg 25 Jahren, wo ich hier bin, sitze ich da immer wieder mal.
Und ja, esse eine Kleinigkeit, trinke eine Kleinigkeit, bevor ich in die eine oder andere Richtung laufe. Hier ist auch der Tandemsprung, hatte ich ja auch schon mal, nee, schon zweimal gemacht, kann man hier buchen. Ist auch alles noch dicht und zu. Noch einen schönen Ausgang hier. Auf der anderen Seite ist der Parkplatz. Ich glaube, heute Morgen wird er wieder voll, Samstag, Sonntag. Zumal hier unten dann auch der Karneval. Ich glaube, der fängt heute an. Und nächsten Samstag ist dann auch Umzug. Und ich glaube, der läuft gerade oberhalb vom Hotel vorbei. So habe ich das auf jeden Fall auf der Karte, wo ich schon mal gesehen habe, erkundet. Das heißt, 17 Uhr ist der Start. Und da werde ich da auch mal gucken, dass ich mein Handy bis dorthin wieder geladen habe und da so ein paar Bilder mache von dem Umzug, von dem Karnevalsumzug. Und vielleicht gehe ich auch noch mal oder mir dann im Laufe der Woche, alle miteinander hier eingetroffen sind, auch mal ins Jumbo und gucken uns ein bisschen Karneval an. So, wenn das so leer ist, ist das doch ganz schön groß, gell? Das Annex, so hinter mir werden die Bierfässer gerollt. Tagsüber, wenn hier alles aufgebaut und voll steht, kommt einem das schon ein bisschen anders vor. Aber das geht jetzt auch garantiert in den nächsten 10 Minuten, na 10 Minuten weiß ich nicht, bis 9, wird es hier Leben sein. Da läuft auch schon die ein oder andere Musik. Muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass da irgendwie ein bisschen der Algorithmus wieder zuschlägt. Muss ich ein bisschen lauter reden, mal ein bisschen schneller vorbei. Sonst, ich kenne das ja von YouTube, ist das gleich wieder gesperrt, obwohl gar nichts groß war. Aber das war an der Strandarena. Oh, Gespar. Macht nass. Geht da mal außen rum. Gracias. Da kann man auch Quatsch, Roller, alles Mögliche. Jetski ist auch wieder da, war lange Zeit nicht. Hier sind dann auch die offizielle Toiletten und die Info. Jetzt haben wir 8 Uhr. Und 18 Grad. So, beim Kaktus auch noch alles drin. Die Räume da immer rein, raus. Da läuft auch schon wieder Musik und überall wird der Besen geschwungen. Wir wollen dann auch nächste Woche noch mal in so eine Tapas-Bar. Da war ich auch schon sehr, sehr oft. Immer sehr gutes Essen.
Ich weiß den Namen eben nicht. Ja, ich blende vielleicht zum Schluss ein. Beim Paco. Das ist Richtung Stausee hoch an der kleinen Kartbahn, an dem Aquaworld vorbei. Richtung Stausee hoch hat er sich sein Ding in den Stein gemeißelt. Im wahrsten Worte des Sinnes. Hat sich so eine kleine Taverne in den Stein, in den Hang gemeißelt. Und da kann man aber wirklich extrem gut essen. Auch extrem knoblauchlastig, aber super lecker. Und da bestelle ich mir definitiv kein Hauptgericht, sondern die halbe Tapaskarte mindestens. Und dann gehen auch garantiert keinerlei Vampire an. Aber lecker. So. Das Meer ist immer noch ruhig, die Sonne blendet, dass man bald eine Sonnenbrille braucht. So, und ich mache jetzt wieder hoch Richtung Hotel, gehe die Treppe hoch. Naja, ich hoffe, das Video war heute nicht zu lang. Könnt ihr ja mal was dazu schreiben. Ich habe es halt immer über größere Strecken mitlaufen lassen. Und ich hoffe, der Harry und die Conny haben jetzt ausgeschlafen und haben ihr erstes Ziel oder fangen an, ihr erstes Ziel zu erkunden, wo sie sind. So, und da bin ich mal gespannt mit dem Hochladen. Gestern habe ich 3 Anläufe gebraucht, um das der Antje zu schicken, das Video. Das war halt über knapp 2 GB komprimiert. Und es hat dann im Hotel 2-mal abgebrochen. Habe ich da ewig dran rumgemacht, bis das übertragen wurde. Mal schauen, vielleicht mache ich das jetzt in 2 Stücken und schicke es nach 2-mal, Teil 1, Teil 2. Weil ich glaube, heute habe ich ein paar Minuten mehr. Und dann kann das die Antje, wo das im Hintergrund perfekt macht, einfach zusammensetzen. Hat die auch noch ihren Spaß. So. Jetzt geht's wieder die Treppe hoch. Ich möchte wissen, wie viel oder wie oft ich hier schon hoch und runter geschnauft bin. Okay, ich melde mich oben nochmal. So, jetzt nochmal. Ein Blick. Ich weiß nicht, die, wo schon länger da sind oder hier waren, wissen, hier war früher die Rutsche bis runter. Kennen tue ich die noch. Aber naja. Wobei, hier auf der anderen Seite, die sind alle wunderbar. Die erste Strandreihe haben sie die letzten Jahre alle wunderbar renoviert. Und da wacht man halt eben morgens mit einem Blick in die Sonne auf. Die Aufzüge am Atlantic Beach Club sind noch zu. Weiß gar nicht, wann sie die aufmachen. Aber ich laufe heute auch mal ein früher hoch. Da kommt man direkt an die Kirche und an die Kasper und Martin Playa. Da ist halt eben auch beim Martin Playa
ganz schön ruhig geworden, muss ich mal sagen. Ich war da früher immer mal drin. Da hat der Christ noch einen Tag selbst Musik gemacht. Das macht er nicht mehr. Einmal die Woche waren Musiker da, meistens Rock, was mir ein bisschen besser gefällt. Oder, ja, hat da einer gespielt, da konnte man auch als Externer rein, ist nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, was der macht. Der macht ganz schön runtergefahren. Macht das Oktoberfest nicht mehr. Letztes Jahr war das letzte Mal am Weihnachtsmarkt, den macht er auch nicht mehr. Weiß nicht, das, dafür, dass er jahrzehntelang gekämpft hat, dass er eine Kaspar Ruhe gibt. Ja, und unten bei ihm die Disco raus ist. Und jetzt ist da nichts mehr. So, hier gibt es noch die Möglichkeit. Das ist das Hotel, wo ich bin. Und da oben ist die Dachterrasse, da kann man sitzen, liegen, ist windgeschützt. Und von dort aus, wie gesagt, mache ich dann auch ein paar, auch mal einen Tag meine Videos. So, jetzt muss ich gucken, meine Karte. Versteckt. Muss ich mal gucken, ob hier die Tür aufgeht. Oder ob ich außenrum muss. Wo war denn das hier? Tack. So, und ich bin im Hotel wieder zurück und gehe direkt frühstücken und mache beim Frühstück, beim Kaffee trinken, schneide das Video zusammen. Und schickst der Antje. Da freut sie sich vielleicht auch in zwei Teilen.